Nein. Homo. Hast du doch. Nee, den akzeptiere ich nicht. Doch? Nö. Spitzname muss er auch nicht akzeptieren. Die sind einfach da. In der letzten Ultra-Hardcore-Aufnahme hatte ich mich so richtig geilen Spitznamen, aber der fällt mir nicht mehr ein. Ja, und ich gucke uns die Aufnahme nochmal an. Ja, der war nur für mich geil, aber für dich nicht. Also deswegen müssen wir, glaube ich, gar nicht wissen. Na, dann schaust du es dir eben an. Nö, du schaust sie dir für mich an. Für mir? Für mir an, genau. Bin mal ganz kurz weg. Ich muss mir die Nase putzen. Aha. Wasserstrahler. Boah, ich finde nur Gold, ich finde Eisen, ich finde keine Diamanten. Und du findest Wichse in deiner Fresse. Ja, von dir. Du bist doch gerade hier. Ah, voll der Reim, ey. Die auf hier, hahaha. Das hat sich gerade gereimt. Hat sich irgendwie so angehört. Ja, aber voll der Billigrein. Ah, voll der Billigreim, ey. Hat Heim gesagt, glaube ich. Inkompetent auf schwer effizient. Ha, das ist doch geil. Boah, ist mir gleich ein Applaus. Nö. Aber das ist ein Scheißreim, da reimt sich Gleiches auf Gleiches. Ja, ich kenne mich damit aus. Nö, kennst du Ich nicht. hatte ich habe einen dreiwöchigen Kurs besucht. Warum dreiwöchig? Na, weil 7 Wochen nicht mehr ging. So. Was Weil hast du denn da gemacht? in den 7 Wochen deine Mom penetriert. Dreimal am Tag. Dreimal? Ja, ich meine, Sie hat sie mir aber wollte von das. viermal berichtet. Nee, nee, dreimal. Sie meinte, noch einmal kann ich nicht, weil das ist ihre Alter, hat sie unmöglich mich auf. angelogen? Ja. Sie war schon ein bisschen ausgeleiert, deswegen. Sie mag ja ihren Sohn nicht so. Ja. Inzestkinder würde ich auch nicht mögen. Nee, auf keinen Fall. Ich meine, sie hat mir einen Antrag gemacht, ich könnte das Kerl Vater sein, aber ich meinte, nee, nee, geht nicht. Ich habe noch zu viel im Business zu tun. Aber ich bin ja Putzfrau und da hat man schon sehr viel zu tun im. Also da macht man echt viel Cash so. Ah, da kannst du Multimilliardär werden. Bin ich schon. Bist du schon? Oh, geil. Ja, das ist echt Ja, so, ist so doch. extrem. Ja. Wie lange musst du denn arbeiten in der Woche? Na, so 25 Stunden am Tag komme ich schon dabei raus. Oh, ist ja nicht lange. Ja, 8 Tage die Woche. 5 Wochen des, im Monat. 13 Monate im Jahr. 307, 101 Jahre im Jahrhundert. 367 Tage im Jahr. Genau, also das ist schon. Ich meine, es hat schon ein bisschen Zweck alles. Jan freut sich mit dir. Nö. Ich meine, er ist ja halt nicht so ein Mainstream-Kind wie du. Da freut Ja, man aber sich. Jan ist eben ein Junge. Jetzt Verdammt. Jetzt habe ich Jan voll runtergemacht, er ist ein Junge. So ein Homo. Freust Und du jetzt, Jan? wer ist gerade Level aufgestiegen? Einer von Ich. euch beiden. Ja, das habe ich gehört. Wirklich? Ja. Ist mir nicht Ich war in aufgefallen. meinem Haus verlangt. Du hast kein Haus. Mit die Knöpfe. Wo bist du denn sonst auf der Straße oder was? Wie auf Klo bei Jan. Ja, ich nehme bei Jan unterm Schreibtisch auf. Also, Jan könntest du ja mal wieder aufräumen, aber sonst ist gut hier. Oder was? Für dich? Niemals. Doch, für mich. Er räumt immer für mich auf. Ja, bestimmt, das wird er bestimmt machen. Gute Idee. Aber ich meine, ist schon ein bisschen hip, weil ich habe gestern Pascals Mom penetriert mit der Faust. Und Ab zu Max. Atze Max? Nein, ich bin jetzt bei dir.
Schön. Mit dem Fernglas. Schon wieder. Ach, was für ein Zufall. Das zweite Mal schon am Tag. Ich wollte ihn nur verzaubern. Ja. Mit Fernglas. Maxe, wo ist denn dein Aufgang? Mein Aufgang? In der Bergkette drin. Warte, ich kann dich abholen. Wenn du auf der Minimap guckst, siehst du da immer, siehst du da so ein kleines Holzstück, Ach unten da. neben dem Wasser da drin. Ja, stimmt. Okay. Das sieht man ja wirklich, ey. Ja, ich brauche halt sehr effizient. Das finde ich super. Also kannst du mir das beibringen in einem 8-jährigen Kurs? Später mache ich noch Flughafenbeleuchtung ran, damit man auch in Nacht hinfindet. Finde ich Und gut. ach ja, Pascal, um unsere Diskussion nochmal komplett zu klären. Es war kein Flughafen, aber es sah aus wie ein Flughafen. Gut, so können wir das gerne stehen lassen. Solange es keiner war. Aber es sehr schön da aussah. Ja, aber es war keiner. Es sah nicht mal so aus. Nein, Pascal, wir haben uns Vielleicht ein bisschen geeinigt. stark. Ja, stimmt, die Streifen in der Mitte haben gefehlt. Die Kackstreifen in der Hose. Ja. Welche Hose? Die deine Mom, Anhat? Ich packe ja immer in ihre Hose rein, damit sie sich aufgeilen kann. So, und dann machst du jetzt du dir ein. Sieh dir ein, zu dir ein. Dann Ja, zeigt sie mir, was? oh, guck mal, Max hat mir in die Hose geschissen. Wieso, oh, kannst du mir auch mal machen? Das finde ich ja voll geil. Also, na, oder? Zerrinnt voll. Damit mein Latte schon gleich wieder 1 Millimeter größer. Ach ja, irgendwie haben wir so wenig Niveau beim Gerät. Nehmen wir ein niveauvolles Thema. Sex in der Dusche. Genau. Ich bin sehr dafür. Ich meine dann, muss man. Ah, ich habe noch eine Lösung, Den muss weißt du man noch? sich nicht mehr waschen nach dem Sex. Weißt du noch das Thema, was wir hatten, das, was du vorgelegt hast, wo wir hin mit der Wichse war? Ja. Einfach unter der Dusche wichsen. Aha, gute Idee. Ja. Oder in der Badewanne. Nein, sitzt du in der Wichse drin. Oh Gott. Aber ich Danach kann. lässt du den Sohn noch rein. Ich weiß, welchen Namen wir erwähnen können. Du bist doch mein Sohn, Pascal. Ich bin dein Vater. Welchen Namen können wir denn noch erwähnen, Max? Norbert Esse. Ich hab gehört, das ist ein guter Freund von Johann. Ja, klar. Die wichsen sich immer zusammen ein. Er ist ja auch auf Facebook zu finden. Ja, genauso wie Sascha Lapp. Genau. Also bitte jetzt nicht mehr nach Sascha LP, sondern nach Sascha Lapp suchen. Sascha Lappen. Ja, aber er wollte nicht den ganzen Lappen aufschreiben. Nein, er ist ja der Das Be ist so geil. er ist ja der Das Beste. ist. Ja, das stimmt. Ah, Tabist. Was hast du jetzt gesagt? Aber niemand weiß, wie es zusammenhängt. Doch, sicher. Nein, niemand kann so gut kombinieren wie Matze. Kombinieren. Dockschulesnob. Ah, ich möchte so eine zwiegespaltene Person aufbauen. Einmal Matze und einmal Max. Naja, Matze, das können, ja, Max, das können wir machen. Ich bin Matze! Nein, Matze, ich muss irgendeine coole Stimme für Matze haben. Dann kann ich einen doppelt. Nö. Nein, es ist doch dein Mann. Ich Kommt meine, meine. ich darf ja nicht die Rolle klauen. Da kommt meine Mama und was geht? Dias, Dias, Mann, ich finde immer gar mehr. keinen. Ich muss auch welche finden. So, jetzt habe ich wieder 5. Ich hab 0. Ich konnte mir bis jetzt nur ein Schwert und eine Spitzhacke bauen. Ich habe 21 wieder. Toll. Ich gehe jetzt strippen. Strippen ein. Ich muss auch Dias finden.
Niemand will dich drücken sehen. Doch. Wer denn deine Mom? Nee, die nicht. Hat sie schon, nachdem fand ich nicht mehr so geil. Nachdem musste sie kotzen. Kann ich verstehen. Ich auch. Ich hab Zeit mit ihr. Ich auch. Aber sie kann eine Menge Wichse schlucken, um nicht zu gehen. Fuck. Oh Gott, komm jetzt schnell. Na, ich rufe sie immer, wenn ich masturbiert habe und dann muss sie den Mund aufmachen. Oh, Mund auf. Ah. Dann kannst du dich nicht mehr zurückhalten, oder? Pascal, du machst schon wieder Terraforming. Ich sehe es. Ja, ich brauch Holz, verdammt. Du hast Ich doch meine da gerade, Bäume, Pascal. du baust da hinten bei dir voll viel Erde ab. Ja, um das zu begradigen, die Fläche. Schwein. Ich weiß nicht. Kann man ja, Ich oder? würde meinen Nachnamen sagen. Den richtigen Nachnamen oder den falschen Nachnamen? Na, ich meine, Gildehard. Mein Ja. richtigen, also. Ich heiße Matze Gildehard. Ich hatte irgendwer auf der Welt, das ist wirklich so. Tut mir Nee, leid. Gliedhart. Es gibt doch Leute, die essen Clemens. Es gibt so Leute, die essen Pascal. Das kann man sich nicht vorstellen, um ehrlich zu Oder es gibt sein. Leute, die. Wie war der Name nochmal? Tora? Keine Ahnung. Thoralf. Genau, Tora. Die Rolle des Tora. Ach so, stimmt, damit habe ich dich verwechselt. Nee, hast du nicht? Doch, hab ich. Nö, erlaub ich dir nicht. Du darfst es nicht verwechseln. Entschuldigung. Apropos, ich kann mir noch so eine automatische Hühnerfarm bauen gleich. Oder so eine automatische Pixfarm. Nee, das mache ich immer noch am liebsten alleine. Ach so. Also nicht automatisch mit Maschinen und so. Also ich stehe drauf, wenn es richtig aus der Hand raus flutscht, so. Ich Bräuche sein lassen, Pascal. Warum denn? Es kommt mir immer so vor, als wiegst du auf diese Gedanken, die ich dir einrede und Wer dann steckst. weiß? Ich weiß. Glaubst du, ich wichse mir hier ein jetzt in der Aufnahme? Klar. Danach hab. Danach? Ach Quatsch, danach. Dabei. Immer. Du Damit? kommst doch immer. Immer. Pascal, ja, aus, sieht so inkompetent aus. Wir könnten Wieso? mal Ich einen find's in schönen Weg von Ordnung. meinem Haus zu deinem Haus bauen. Ja, und dann noch zu Jans Haus. Am besten eine Brücke. Jans Haus finde ich gut. Also eigentlich, also wenn das Dach noch irgendwie. Eigentlich. Das Dach kommt noch. Ja, also dann wird es gut aussehen, glaube ich. Hoffe ich mal. Aber mein Haus sieht auch nicht gut aus, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen mal. Jetzt ohne Swag. Ohne Shit, Digga. Digga? Ja, deine Mom, Digga. Digga? 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 Also so dick bin ich nicht. Klar. Nein. So ist es doch Ich eigentlich wieg doch manchmal. nur 180 Kilo. Ich bin 180 Jahre jung. Ehrlich? Lügst. Ich weiß, wie alt du bist. Ja und? Voll viele schätzen mich älter als ich eigentlich bin. Das ist meine Ehrlich? Tante. Ich frage mich so, wie alt warst du nochmal? Ach, du siehst viel älter aus. Ach so, ja. Nachdem ich sie ein paar Jahre nicht gesehen habe, zwei oder drei, keine Ahnung. Also echt, Max, man sollte seine Verwandten öfters besuchen gehen. Ja, aber wenn die gerade nicht in Deutschland sind, dann ist das nicht so leicht. Die sind Doch, sowieso unter meinen fahr halt. Verwandten. Nein, fahr halt nach der Türkei, ist doch egal. Steh dazu, dass du ein Türke bist. Nein, die wohnen ja in Israel und in Afghanistan und da kommt man nicht so leicht hin. Ach so, ja, ich kenne das. Ich kenne Ohne das mit Pass Polen, da aus. komme ich auch nicht so leicht hin. Ja.
Nee, tut mir leid, ist zu viel Diebstahlgefahr. Aber ich will ja doch was klauen.